Wir haben ja genug. Was? Was will ich machen? Ah, okay. Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Also einfach runter. Ricardo, I'm about to purge the nest. Hang tight. Genau, wir werden jetzt hier alles in die Luft jagen. Okay, und los. Los, flieg los! I'm sorry, Ricardo. Just step back to the Marshall Bureau, Rip. Wir müssen zu Ricardo zurück, okay. Es sind immer noch ein paar von denen hier, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Das ist schon überall. Ich renne vorsichtshalber mal nicht. Wait, Rip, something weird's happening. You think? I need you to get to medical, now. The reactor purge. It's resetting systems across Sevastopol. Lights, transit, maybe even communications. I think this is our big chance. Just go! Now! We might not have much time. I'm heading down to comms. Cool, jetzt hat sich die Aufgabe erstmal wieder geändert. Super. Oh, speichern. Was war jetzt, was hat sich geändert? Genau, get to the engineering transit station. Also hier. Go to the San Cristobal Medical Facility. Also, ich bin hier bei dem Transit. Gucken, ob noch irgendwas Wichtiges liegt. Yo. Ah, da. Ach, mal gucken, ob ich hier noch irgendwas bauen kann. Nein. Okay. Ja, und jetzt? Engineering Transit Station. Ja, bin ich doch. Das ist die Transit Station. San Cristobal, Cristobal Medical Facility. Soll ich da jetzt hin? Station Tower, Logistics Spire und Schema Tower. Medical Facility war ja im Schemat Tower, ne? Medical. Da fahren wir mit dem. Das Alien war aggressiver geworden, also nicht das, wir haben das Alien aus dem rausgeschossen. Aber diese anderen, die wir jetzt gesehen haben, die waren ja... Die haben mich ja zum Teil sogar getötet, während die am Brennen waren.
heute meine 13. Folge Prince of Persia Let's Play rausgebracht. Je nachdem, wann die rauskommt, könnt ihr ja mal sehen, wie weit das in der Zukunft ist. I'm here, but I was too late. Apollo's recovered from the reactor purge and locked out external comms again. Damn it. So why'd you send me here? Plan B, Rip. See, before I left, the system showed a ship approaching Sevastopol. I think it's the Inisidora. Mardo managed to send out his autocodes to call it in while comms were temporarily open. Gotta get to it. Is it docking? No, but it's in a holding position nearby. Head for the ambulance bay. The shuttles are really short range, but they'll make it. Got it. Force Ruin. Short Range Ambulance. Ah, okay, wir müssen nach rechts durch. Find the Short Range Ambulance, okay. Dann los. Sind die Viecher natürlich hier, also nicht nur eins, sondern scheinbar mehrere. Oh, da kommt sogar was. Jetzt müssen wir den Aufzug hier fahren. Oder? Doch. Ja, okay. Find an ambulance craft in San Crescent Park. Magical edges. I see a launch on my terminal. Marlow's only taken one of the shuttles. Letztes Mal. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass hier auch noch ein Android ist. Och, bitte, lass ihn nicht wissen, dass ich hier bin. Bitte, 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 bitte. This area is restricted, and I know you're here. Das war einer in diesem Gummianzug. Jetzt, wo es mir wieder auffällt und ich hier vor Angstschlottern in einem Spind bin, hier sind auch so schöne Details drin, die finde ich sehr gut. Also hier zum Beispiel. Bitte bestell noch ein bisschen mehr von dem Zeug da drüber. Okay, vorsichtig. Ich hatte gehofft, wir können hier langsam durchgehen, aber es war scheinbar falsch gedacht.
ich muss da lang. Shit. We're experiencing a heightened containment path today. Ja, damals alles angefangen. An dem Schacht da oben wurde ich ja schon mal umgebracht. Okay, bin ich schon richtig. Jetzt muss ich irgendwas finden. Find an ambulance craft in the San Cristobal Medical Emergency Bay. Systems reset throughout the Sevastopol after a reactor vent. Marlow has managed to call in his ship Fantasy Dora. Ah, okay, Marlow hat sein eigenes Schiff gerufen, um ihn abzuholen, und jetzt müssen wir irgendwie auf uns aufmerksam machen. Ambulance Craft in San Cristobal, okay. Schauen wir uns mal um. Neue Flashbang sind. Damn, my access tuner isn't powerful enough. Mono Gusser, there has to be a way. Yeah. Unser Hacking Tool ist jetzt auf Level 3. Das heißt, jetzt kommen wir wirklich überall hin. Es dürfte es eigentlich nichts mehr geben. Pass auf, das habe ich zwar letztes Mal auch schon gesagt, aber jetzt habe ich vergessen, dass wir das Hanging Tool noch nicht komplett hoch haben. Gerade mich zurücklassen, ganz cool. Das ist wieder ein Fehler, wir müssen echt das Schiff draußen sehen. Die Station. Ah, doch nicht gut. Wollte schon sagen. Bin ich mir nicht ganz sicher, was als nächstes passiert. Das davor, das kann ich auf jeden Fall alles mit dem Reaktor und dem Nest und sowas habe ich noch perfekt im Kopf, aber jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, was als nächstes kommt. Was irgendwie cool ist und spannend. Okay, Flammenwerfer am Anschlag, auf jeden Fall das sinnvollste Gerät, das wir haben. Zu weit weg. Zu weit weg, er kann es nicht mehr so richtig hören. Okay. Okay, wir müssen die Anesidora wieder online kriegen, okay. Ach, wir sind in der Anesidora. Ah! Ah, okay, jetzt verstehe ich das. Oder? Ja, wir sind in der Anesidora. Okay, wir sind in dem Schiff drinnen. Also an dem Schiff angedockt, was
mit dem wir jetzt fliegen können. Ach so, ich war mir gerade nicht sicher, weil es so ähnlich aussah. Okay, wir sind in dem Schiff. Okay, 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 okay. Offenbarung hochziehen. Das müssen wir wieder online kriegen. Ist ja wie so ein Geisterschiff. Das erinnert mich so ein bisschen an die Icarus 1 in Sunshine. We may have broken our losing streak. We've barely been scraping a living the past couple of years, and the Anisador is starting to look like the wrecks we salvage. Can't say the crew's been faring any better. Then we found that flight recorder. It belongs to a ship, the Nostromo, Weyland-Yutani property. That means there'll be a reward. But then Marlowe had an even better idea. Extrapolate the path of the flight recorder to try to find the wreck of the Nostromo. We got lucky. Found a distress signal, and now we're following it. This is it. I can feel it in my bones. He always said he'd do right by me. Okay. Also, jetzt verstehe ich es auch. Also, die haben den Flugschreiber der Nostromo gefunden. Und, gesagt, oh cool, wir haben sowieso gerade sehr wenig Geld, dann kriegen wir eine fette Belohnung, wenn wir es abgeben, weil es Weyland-Yutani-Eigentum ist. Und, haben dann, was soll ich gerade sagen? Genau, und haben dann den Flugzeug gefunden, dann so, yeah, wir kriegen viel Kohle, und hat Marlow gesagt, hey, wir kriegen noch mehr Kohle, wenn wir sogar die ganzen, wenn wir den Rest der Nostromo auch noch finden. Und dann haben sie halt den Flugschreiber analysiert und dann halt das Signal gefunden, was sie ja dann auf den Planeten geführt hat, anstatt zu unserem Schiff. Und was wir dann abgestellt haben, das Signal. Und deswegen waren sie da, wurden vom Alien angegriffen und haben den Flugschreiber hierher gebracht. Jetzt wissen wir auch, warum die Anisidora hier zu Sevastopol geflogen ist, weil es einfach die erstbeste medizinische Station in der Nähe, obwohl da alles im Arsch war. Wir sind dann dahin gekommen. Da ist das Alien dann ausgebrütet worden, weil sie es nicht geschafft haben, das loszuwerden, genau wie im Originalfilm. Und deswegen ist dieser, und diese Wasserpulver war sowieso schon dabei, dass alle wahnsinnig geworden sind und weil alles abgesperrt wurde und die quasi Insolvenz angemeldet haben, sag ich jetzt mal. War sowieso alles im Arsch. Und dann ist auch noch diese Kreatur, die anscheinend ihr eigenes Nest gemacht hat. So, jetzt werde ich auch, bevor wir das hier alles lesen. Wobei, wir lesen es erstmal. Marlow, Haste says he just picked up some kind of signal. I've got Lewis trying to decode it now. Could be with Nostromo. Want to come up and see it for yourself? Technicians report. Technicians report. 24.10.2137. Marlow, I just had to do some much needed work on the sublight engines. The old girl was complaining so loudly I'm surprised that something didn't fall off during the last jump. Everything's holding together for now, but she'll need a full overhaul soon, and not just for the core system. We keep pushing her like this and we're gonna end up being the only salvage crew hitchhiking through deep space. It's gonna be an expensive job, so let's hope you're right about the beacon. It could be our last chance for a decent paycheck. Anyway, I had to rest the door key code afterwards. The new one is 4510, Lewis. 4510. We're outside Sevastopol. Marlow and Foster woke up first. She looked terrible. Meeks and me are about to take a shuttle to the station. But well, this has got to break quarantine procedures, right? It's Marlow's ship. She's Marlow's wife. And things got heated. And Meeks got a bloody nose. So, I don't know. Maybe the doctors will give her the all clear and things can get to normal. But if they sniff it out when we get on board, I don't want any part of it. Marlow doesn't pay nearly enough for that kind of noise. Ach so, okay. Marlows Frau war das, die dann, aus der das Alien rausgekommen ist. Das heißt, der hat jetzt auch noch seine Frau verloren. Mist. Ah, ich habe mir den Code jetzt nicht gemerkt.